Du hast sicherlich auf das Video geklickt, weil du diese Situation sehr gut kennst. Du liegst abends auf der Couch und du merkst, wie irgendwie so ein Appetit kommt. Du denkst so drüber nach, was könnte ich jetzt noch so Schönes essen? Was habe ich vielleicht noch in meiner Süßigkeiten-Schublade, die gefühlt irgendwie jeder zu Hause hat? Oder was habe ich gerade noch im Kühlschrank, was ich einfach so noch schnell snacken könnte? Wie ferngesteuert gehst du los? Ist denn genau das, was du dir in den Kopf gesetzt hast? Und kurz danach kommst du für dich wieder zum Bewusstsein und sagst, oh Gottes Willen, was habe ich da jetzt gemacht? Kriegst ein schlechtes Gewissen, weil du denkst, eigentlich wollte ich auf meine Linie achten und abnehmen. Aber welche Ursachen liegen dahinter, dass du immer wieder wie ferngesteuert abends zum Kühlschrank gehst? Und was kann man dagegen tun? Und genau das wollen wir uns in diesem Video einmal anschauen. Hallo und willkommen, hier ist wieder Martin, dein Gesundheitscoach und Ernährungsberater. Ziemlich tricky, diese Situation, die ich gerade beschrieben habe und die jeder von uns kennt. Und um diese Ursachen dahinter zu erkennen, ist es alles andere als leicht, weil einerseits ist es uns einfach gar nicht bewusst und andererseits läuft einfach viel in uns selbst sehr unterbewusst ab. Und hinter all denen können natürlich auch verschiedene Ursachen liegen. Oder es kann sogar dazu kommen, dass wir eine Verkettung von verschiedenen Ursachen haben. Deswegen möchte ich gleich erstmal zu dem ersten sehr offensichtlichen kommen, woran es liegen könnte, dass dir das immer wieder abends passiert. Und zwar, das ist der klassische Heißhunger. Und der kommt ja meistens vor, wenn dein Blutzuckerspiegel einfach zu niedrig ist. Das heißt, du hast was gegessen, abends zum Abendbrot, dann geht der Blutzuckerspiegel hoch und dann nimmt der rapide auch wieder ab, geht nach unten in den Keller und der Körper schreit nach Zucker, damit der Blutzuckerspiegel einfach wieder ausgeglichen wird. Was passiert denn häufig? Du versuchst irgendwie dir irgendwas zu suchen, was zuckerhaltig ist, weil dein Körper gerade danach schreit. Aber warum kommt es eigentlich dazu? Meist versuchen wir gerade zum Abendessen bewusst nicht zu viel zu essen. Da gibt es ja so verschiedene Glaubenssätze und auch Mythen, dass man sagt, okay, abends sollte man nicht mehr warm essen, das macht dick. Oder nach 18 Uhr keine Kohlenhydrate, das soll auch dick machen. Und das sind genau solche trügerischen Sachen, warum man dann anfängt, weniger zu essen oder vielleicht etwas, was einen nicht wirklich lange sättigt. Also zum Beispiel, dass man dann sagt, ich möchte ja abnehmen bewusst und ich esse zum Abendbrot einfach nur einen kleinen Salat. Dann kann es sein, dass du halt wirklich nicht lange gesättigt bist, weil kein Mensch der Welt wäre einfach nur von einem kleinen Salat lange gesättigt. Oder was halt bei uns in Deutschland sehr typisch ist, das ist halt abends, ich nenne es immer so schön, Stulle mit Brot. Und da ist es dann einfach so, ja, das ist so gut wie bei jedem Deutschen irgendwie zu Hause zum Abendbrot Brot gibt mit Aufschnitt, ein bisschen Käse, ein bisschen Wurst, vielleicht, wenn es mal ein guter Tag ist, Tomaten, Gurke dazu und vielleicht noch das ein oder andere Ei. Aber das war es dann meistens auch schon. Und genau für diesen Moment bist du dann noch einfach gesättigt und sagst, das reicht, wenn ich 2, vielleicht 3 Stunden gegessen habe und dann passt das. Aber das Problem ist, je länger du nachher wach bist, ja, also wenn man schon sagt, wieder dieser Mythos von, okay, vor 18 Uhr sollte ich noch essen. Du bist aber bis 23 Uhr wach. Und das, was du gegessen hast, das hält dich halt nicht wirklich lange satt. Und was dann natürlich passiert ist, du bist 18 Uhr, 19 Uhr, im günstigsten Fall vielleicht 20 Uhr noch gesättigt. Und dann haben wir 21 Uhr, 22 Uhr und 23 Uhr gehst du vielleicht ins Bett. Und genau in dieser Phase zwischen 21 und 23 Uhr kommt auf einmal der Hunger wieder, weil natürlich das Abendessen dich nicht wirklich gesättigt hat. Was passiert denn natürlich? Du suchst dir irgendwas, um schnell diesen Hunger zu stillen. Und das ist dann meistens etwas sehr Hochkalorisches, irgendwas, was man schnell snacken kann, weil ganz ehrlich, du stellst dich denn nicht nochmal in die Küche und kochst dir nochmal was Vernünftiges. Das würde kein Mensch machen. Ich würde es auch nicht machen, ganz ehrlich. Ja, deswegen ist das vollkommen verständlich, dass man dann einfach sagt, okay, der Körper schreit danach, ich muss ganz schnell jetzt einfach was essen. Und was ich dir mitgeben kann, du hast es vielleicht schon rausgehört, dass beim Abendbrot geht es eher darum, alle wichtigen Nährstoffe aufzunehmen. Und nein, den Mythos nehme ich einfach mal jetzt vorneweg. Wenn du abends isst, wirst du davon nicht dick. Das ist nicht ausschlaggebend. Und hier ist es wirklich viel, viel sinnvoller, abends wirklich etwas zu essen, was dich lange sättigt.
Das bedeutet, Vollkornprodukte zu essen mit Ballaststoffen. Ja, zum Beispiel, wenn man Nudeln abends isst, vollkommen in Ordnung, dann Vollkornnudeln benutzen, dazu dann gerne noch eine Eiweißquelle dazu, kann Hackfleisch sein, kann Tofu sein, egal was. Und dann vielleicht noch verfeinert mit ein paar Hülsenfrüchten, die haben wieder Eiweiß und auch Ballaststoffe. Dazu vielleicht noch ein bisschen Gemüse. Ja, also da kannst du dich komplett austoben. Wichtig ist einfach nur alles, was dich lange sättigt. Und das sind Vollkornprodukte, das sind Hülsenfrüchte, das sind Eiweißquellen von Hühnchen, von Ei, von pflanzlichen Proteinquellen, von Nüssen, was man alles so in das Abendbrot mit einbauen kann. Und dann natürlich alles, was rings ums Gemüse ist. Ja, Gemüse, Mikronährstoffe und natürlich auch die Ballaststoffe, die dich dann wieder lange sättigen und dein Blutzuckerspiegel nur langsam ansteigen lassen und auch langsam wieder absinkt, genau dann zu dem Zeitpunkt, wo du schlafen gehst und dieser Heißhunger dann auch nicht mehr auftritt. Das ist wirklich so ein Klassiker, was den Heißhunger angeht. Und die zweite Ursache, woran es liegen kann, die ist nicht so offensichtlich und wird auch oft nicht so besprochen und leider auch meistens komplett außer Acht gelassen. Und das ist der Punkt emotionales Essen. Weil meistens ist es doch so, wenn wir abends auf der Couch liegen, kommen wir so gewissermaßen zur Ruhe. Im Alltag sind wir immer nur darauf bedacht, zu überleben und zu funktionieren und alles irgendwie richtig zu machen, um nirgendwo anzuecken. Da sind wir einfach nur wie eine Maschine, die läuft. Und abends können wir dann wirklich mal uns sacken lassen und sagen, hey, jetzt ist der Tag einfach vorbei. Aber sobald der Körper zur Ruhe kommt und alles andere, was sich sonst im Alltag beschäftigt hat, nicht mehr da ist, dann gehen die ganzen Gedanken los. Dann fährt dieses Gedankenkarussell einfach los und da kommen dann sämtliche Sorgen, Zweifel und auch Ängste hoch und die werden auch immer lauter. Und was dann meistens passiert ist, dass das natürlich super unangenehm ist und du dich vielleicht auch für diese Gedanken, die du hast oder auch diese Emotionen verurteilst, dass du sagst, nein, ich muss stark sein, ich darf jetzt keine Angst haben, ich darf keine Unsicherheit zeigen, ich darf auch keine Zweifel haben. Und dann unterdrückst du das und du willst so schnell wie möglich davon weg. Und dieses Unterdrücken wird dann meistens durchgeführt von uns komplett unterbewusst durch Kompensation, um uns einfach wieder besser zu fühlen. Wir wollen weg von den negativen Gedanken, von den negativen Emotionen, von den ganzen Sorgen, Zweifeln, Ängsten, vielleicht auch Wut auf den Arbeitskollegen oder komplette Unzufriedenheit, die man einfach hat. Vielleicht auch eine innere Leere, die man dann einfach spürt. Und das fühlt sich sehr unangenehm an. Und dann will man sich einfach wieder kurzzeitig besser fühlen. Also greift man dann natürlich zu etwas Süßen. Das kann wirklich alles Mögliche sein, von Schokolade, Schokoriegel, Chips. Der eine oder andere greift dann auch zu Alkohol. Ja, dass es abends dann halt einfach immer 2-3 Gläser Wein gibt. Das passiert natürlich auch. Der andere lenkt sich einfach nur ab mit Social Media. Also da gibt es super verschiedene Kompensationsmuster. Und das ist wichtig, das einfach nur mal zu verstehen oder zumindest erstmal zu erkennen. Weil was zum Beispiel der ganze Zucker mit dir macht, ist in dem Moment, du fühlst dich schlecht, du gibst dem Körper Zucker, also wird dein Belohnungssystem aktiviert und du fühlst dich danach einfach besser, weil du Dopamin ausschüttest. Und vielleicht fühlst du dich auch einfach einsam oder hast eine gewisse Angst in dir und fühlst dich einfach unsicher. Und du suchst für dich einfach den Trost und auch vielleicht die Sicherheit im Essen, weil du es vielleicht einfach noch aus der Kindheit kanntest. Weil du vielleicht in der Kindheit öfters alleine gelassen wurdest und als Trost wurde dir eine Tafel Schokolade da gelassen. Und so bist du nach und nach konditioniert worden, dass halt Schokolade für dich Trost ist und immer wenn du einsam bist, dann signalisiert dein Gehirn, okay gut, du kannst jetzt Schokolade essen, weil dann weißt du, du fühlst dich besser. Und der große Punkt dahinter, auch wenn du das jetzt für dich hörst und sagst, oh shit, ja genau so ist es bei mir, das ist überhaupt nicht schlimm. Weil wir haben alle nicht gelernt, mit unseren Emotionen umzugehen. Ja? Wir lernen es nicht in der Schule, wir lernen es auch nicht aus unserem Umfeld. Weil meistens ist es ja so, Emotionen werden weggedrückt, negative Gedanken werden weggedrückt, es wird sich abgelenkt. Und das macht es natürlich so schwierig und dann fährt natürlich die ganze Kompensation los in Form von Essen, Alkohol, Entertainment. Wie gesagt, das ist alles schön und gut, aber wenn man das halt nicht richtig für sich nutzt, sondern halt eher so zur Prokrastination, ja, es betrifft einfach jeden, man muss es sich immer bloß wieder bewusst machen. Und was dann einfach passiert ist,
Wir fühlen uns so super unangenehm, wir fühlen uns schlecht und irgendwo auch minderwertig. Wir fühlen uns dann in dem Moment einfach wertlos, wenn wir diese negativen Gedanken haben, Zweifel haben. Und das wollen wir einfach nicht. Unsere Psyche will das nicht, die will sich gut fühlen. Und so machen wir unterbewusst genau diese Muster und die haben wir nach und nach immer mehr ausgebaut. Und natürlich, die meisten schämen sich auch einfach dafür, welche Gedanken sie haben und wie sie sich wirklich innerlich fühlen. Weil nach außen ist es meistens so, dass man stark sein muss, dass man denkt, dass man so sein muss. Und das zieht natürlich extra Energie. Und man schämt sich dann zu sagen, okay, eine Schwäche zuzugeben, was vollkommen in Ordnung ist, weil wir alle haben Schwächen. Ja? Ich habe genauso Schwächen, wie du Schwächen hast. Aber wichtig ist, sie zu erkennen, zu akzeptieren und sagen, ey, das ist in Ordnung, weil es geht jedem so. Denn was sonst passiert, wenn wir diese Muster einfach weiterfahren, so kurzfristig funktioniert es einfach. Wenn du dich schlecht fühlst, isst du Schokolade, fühlt sich kurz wieder gut. Langfristig gesehen schadest du dir einfach selbst, senkst dein Wohlbefinden, dadurch, dass es natürlich Stück für Stück immer wieder ein paar Gramm auf der Waage dazukommen und du siehst es halt nach 2-3 Jahren immer mehr, dass du sagst, oh, jetzt habe ich 6, 7, 8, 10 Kilo zugenommen, die Hosen passen nicht mehr, ich fühle mich unwohl und deine Lebensqualität sinkt damit umso mehr. Und das ist meistens das kurzfristige Handeln, was langfristig sehr große Schäden hervorruft. Und hier ist es erstmal wichtig, das überhaupt zu wissen. Ja? Wenn du zum Beispiel keinen Hunger hast, aber unbedingt etwas Süßes essen willst, dann ist es, wie gesagt, meistens ein etwas, was wir unterdrücken wollen, was sich gerade für uns unangenehm anfühlt. Und hier ist es einfach bloß wichtig, es zu erkennen und innerlich zu sagen, stopp. Ja? Wenn du für dich merkst, du bekommst abends auf der Couch einen Hieber, oh, ich kann jetzt Schokolade essen, ich muss jetzt irgendwie was Süßes essen. Stopp. Du hast keinen Hunger? Ich habe keinen Hunger. Okay, dann vielleicht fühle ich mich einfach gerade so oder habe negative Gedanken. Und dann darfst du dich fragen, wie fühle ich mich gerade? Was ist gerade in mir? Fühle ich gerade eine Angst? Habe ich vielleicht irgendwo Unsicherheiten? Habe ich Gedanken, wo ich zweifle, was in der Zukunft passiert? Oder irgendein Worst-Case-Szenario, was gerade in deinem Kopf losgeht und du willst das gar nicht sehen? Und greifst dann zur Schokolade. Deswegen frage dich, wie fühle ich mich gerade? Und wenn du das für dich beantwortet hast, dann darfst du natürlich erstmal schauen, habe ich gerade wirklich Hunger oder will ich mich einfach nur anders fühlen? Weil genau das ist die Kompensation von Essen. Wir wollen uns meistens immer nur anders fühlen und deswegen essen wir was anderes, um uns wieder gut zu fühlen. Also weg von den negativen Gedanken und ein weiterer Schritt, der ist natürlich auch schon sehr fortgeschritten, darfst du dich dann auch, je öfter du das merkst bei dir, fragen, warum habe ich diese Gedanken? Warum sind sie immer wieder da? Wo kommen sie eigentlich her? Und glaub mir, das ist alles andere als leicht, da hier die Ursache tief in unserem Unterbewusstsein liegt, ja, worauf wir selber einfach kaum einen Zugriff haben, weil wir das so stark verdrängt haben, weil da so viel Schmerz hintersteckt, dass unser Unterbewusstsein es ganz tief vergraben hat, aber uns immer wieder Automatismen leben lässt. Und immer wenn das so angetriggert wird und hochkommt, dann wollen wir es gleich weghaben. Und langfristig funktioniert es einfach, also es funktioniert, ja, aber deine Lebensqualität geht halt immer weiter zurück und dein Leben wird schwerer, wird unangenehmer. Und ich denke mal, das ist nicht das, was du möchtest. Und auch da kann ich jetzt sagen, es ist einfach ein Prozess. Es ist nichts, wo man sagt, Schnips, es ist jetzt sofort weg, sondern für sich immer mehr ein Bewusstsein aufzubauen und eine Achtsamkeit zu schärfen. Ja, also ein Bewusstsein auch in puncto Ernährung. Hey, warum will ich das jetzt gerade eigentlich essen? Muss ich das gerade wirklich essen? Oder habe ich gerade Stress und versuche jetzt gerade irgendwie nur diesen Stress abzubauen? Und da darfst du für dich auch gerne immer wieder ein bisschen hinterschauen. Wenn es am Anfang nicht funktioniert, kein Thema. Wie gesagt, jeder fängt irgendwo mal an und es funktioniert meistens nicht direkt auf Anhieb. Und da auch ein kurzes Beispiel von einer Kundin, die letztes Jahr bei mir war, ist dann genauso zu mir gekommen und wollte abnehmen. Und da haben wir herausgefunden, dass immer so nächtliches Essen da war. Ja, auch da, kurz vorm Schlafen, negative Gedanken, negative Gefühle. Und dann wurde das kompensiert. Und wir haben Stück für Stück genau dahinter geschaut. Wir haben uns tief wirklich die Ursachen angeguckt, anstatt einfach nur irgendwas zu verbieten und haben es so aufgelöst und schon waren auch die nächtlichen Essattacken komplett weg. Und das ist halt wirklich genial, ja, weil die Ursache liegt meist ganz woanders und es ist nicht das Essen. Das Essen ist einfach nur Kompensation.
Und als letzten Punkt, und das ist wirklich das Topping auf den ganzen obendrauf, ist natürlich die Willenskraft. Wir alle haben über den Tag eine begrenzte Willenskraft. Ja, am Anfang des Tages ist das Fass noch ziemlich voll. Und je mehr Entscheidungen wir über den Tag treffen müssen, also auch vor allem bewusste Entscheidungen, gehe ich jetzt rechts lang oder links lang? Gebe ich erst den Kollegen Feedback oder den Kollegen Feedback? Also alles, was du am Tag bewusst entscheiden musst, raubt dir nach und nach die Willenskraft und abends nach einem stressigen Tag wirst du einfach komplett erschöpft. Die Willenskraft ist aufgebraucht und da ist natürlich dieser Wille, dann zu widerstehen, mit all dem, was ich vorher schon gesagt habe, super schwierig. Ja? Und dann kannst du einfach nicht mehr widerstehen und greifst einfach zu. Ja? Also ganz wichtig, verurteile dich dafür überhaupt gar nicht. Du merkst, da sind so viele Muster dahinter, das ist unmöglich alleine aufzudecken und hinzubekommen. Und Verzicht und Verbot funktioniert überhaupt nicht, weil es nur ein Unterdrücken ist von der Ursache, weil du bekämpfst letztendlich nur ein Symptom. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass ich dir mit diesem Video, mit diesem Einblick in die etwas andere Art der Ernährung weiterhelfen konnte, dir vielleicht einen anderen Blickwinkel gegeben habe, einen anderen Impuls, der vielleicht bei dir auch noch nachwirkt. Und dann bedanke ich mich wieder für deine Zeit und wir sehen uns natürlich wieder im nächsten Video. Mach's gut.